Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, ich begrüße Sie mit den Worten aus der katholischen Liturgie Pax Vobiscum, der Friede sei mit euch. Und wer die Antwort nicht mehr so richtig kennt, dem sage ich es ja auch, normalerweise ist die Antwort dann, und mit deinem Geiste. Und ihr, die ihr AfD-Bashing betreibt, das sei Ihnen fürs Erste geschenkt. Ich höre seit Monaten beständig Ihr Tremolo, Ihr unentwegtes Erregungsbeben. Wahrhaftig, es nimmt inzwischen fast den Charakter einer Gruppentherapie mit Urschrei an und gleitet immer öfters ab ins Infantile, ins Irrationale und ins Selbstreferenzielle. Wenn Sie damit glauben, Sie von der Altparteiengemeinschaft damit Ihre bröckelnden Parteibasen zusammenhalten zu können, auch das sei Ihnen geschenkt. Ich sage Ihnen, Sie werden den Wählerwillen damit nicht positiv für Sie stimmen können. Es ist doch gerade auch von den Grünen und den anderen aktiv betriebene Ideologie der faktischen Abschaffung der Nation, der Negierung der nationalen Identität, der Auflösung unserer kulturellen Fundamente, die zu Recht auf immer mehr Ablehnung in unserer Gesellschaft stößt. Selbst die Tagesthemen haben doch vorgestern berichtet, dass in einem Land, in unserem Land, ein einzigartiges Experiment am Laufen sei. Zitat, wörtlich, der Umbau unserer monokulturellen Gemeinschaft in eine multiethnische Gesellschaft, bei dem es zwangsläufig auch zu schmerzlichen Verwerfungen kommen werde, kam im Tagesthemen. Selbst die Kanzlerin Merkel, manchmal sage ich Kaiserin Merkel, sage ich Kanzlerin Merkel, hat das links-grün-sozialistische bunte Multikulti für gescheitert erklärt. Damals, vor einigen Jahren, als sie anscheinend noch die Interessen unseres Landes im Blick hatte. Und außerdem, meine Damen und Herren, täuschen Sie doch nicht ständig die Bürger. Diese bunte Multikulti-Welt ist mitnichten bunt, sondern ist in Wirklichkeit Burka-Schwarz. Damit zum Thema. Es gibt rechtsextremistische Angriffe, ich will das nicht beschönigen. Genauso gibt es aber auch linksextremistische Angriffe, die ebenso gemeingefährlich und demokratiezerstörend sind. Doch linke Extremisten werden von ihnen beschwiegen oder beschönigt. Aber freiheitlich fühlende, bürgerlich agierende, konservativ denkende Menschen wie wir, die sollen zu Rechtsradikalen gemacht werden, damit diffamiert werden und damit aus dem politischen Diskursraum entfernt und verwiesen werden. Linksextreme gibt es in Ihrem Weltbild doch gar nicht, denn das sind doch nur rührige Aktivisten und niedliche Autonome. Real existierender linker Terror wird von Ihnen veredelt zu staatlich gefördertem Kampf gegen Rechts. Echt jetzt, mit Erinnerungskultur haben genau diese Angriffe von links und von rechts nämlich gar nichts zu tun. Ja, auch wir plädieren für eine Erinnerungskultur, die ja auch eine Verantwortungskultur zu sein hat. Aber die sozialistische, kollektivistische Gemeinschaft aller Altparteien hier im Hause missbraucht die Erinnerung an die schrecklichen Verbrechen der Nazi-Herrschaft. Sie instrumentalisieren in schändlicher Weise diese Erinnerungskultur, um sich aufkommenden gesellschaftlichen und politischen Widerstand moralisierend vom Halse zu schaffen. Vergessen Sie doch nicht, dass das verbrecherische Naziregime Kollektivisten und Sozialisten waren, eben nationale Sozialisten. Und ich kann Ihnen als einer der 16 Mitgründer der Alternative bestätigen, dass die Alternative für Deutschland eine Partei für Freiheit, für Demokratie, für Selbstbestimmung, für Identität, für Kultur, für Tradition
und, wie der Name schon sagt, für Deutschland ist. Wir sind doch geradezu die politische Gegenthese zu Ihren sozialistischen und kollektivistischen Ideologien. Herr Kollege, kommen Sie zum Schluss, bitte. Sie wissen ganz genau, dass das, was wir hier eigentlich machen hätten sollen, heute die Debatte gewesen wäre, Demokratie und Erinnerungskultur angesichts linksideologischer Instrumentalisierung, und die Messe ist gelesen. Ite Missa est. Dankeschön. Vielen Dank. Als nächstes für die Fraktion Die Grünen die Kollegin Britta Hasselmann.